Dankeschön, Leute. Ihr könnt euch genau schon jetzt aufschreiben, das Update, das neue, wird morgen rauskommen. Diese, ne, dieser Rollercoaster, die zwei Ladebildschirme gibt es gratis auf euren Nacken obendrauf. Alright, 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 Leute, willkommen zurück zu Fortnite. Schöne Grüße an Team Livestream aktiv. Na Leute, freut ihr euch schon auf ein wunderschönes Konzert, auf ein wunderschönes Live-Event? Haut ein Like rein, wenn ihr euch auf das Konzert freut, wenn ihr euch auf das ganze Event freut, weil es gibt jetzt offizielle Infos. Wir wissen, wann es stattfindet. Es gibt kostenlose Gleiter, es gibt Skins, es gibt Pakete und es wird nice, es wird fetzig. Ich rate euch alle Infos runter, was wir gerade wissen. Die Leute im Stream sind gehypt. Ich bin sehr hyped. Wir haben sogar einen neuen Zuschauerrekord geknackt, ne? Kuss geht raus. Dankeschön für den neuen Zuschauerrekord. 5600 war das anscheinend jetzt der neueste Stand. Ne, als ich das runtergerattert bin. Und wir wissen ja, ne, das fliegt gerade auf uns zu und es findet schon diese Woche statt. Dieses ganze Konzert, was hier aufgebaut wird, diese Astro World, das auf uns zukommt, findet diese Woche statt und es wird natürlich einen Livestream dazu geben. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, Abo-Button und Glocke auf YouTube reinhauen, aber natürlich auch auf Twitch vorbeischauen. Das Ganze wird gestreamt auf Twitch. Ne, der Link ist unten in der Videobeschreibung. Ich rate euch gleich nochmal die ganzen Sachen runter, beziehungsweise die Daten. Und um euch dafür dann schon mal einzustimmen, gibt es hier schon mal natürlich schon mal einen wunderschönen Posteintrag. Bevor ich dazu komme, gibt es erstmal ein wunderschönes Bild. Und zwar dieses kleine Teaser-Bild, das wurde schon vorher kurz gepostet. Dort sehen wir den Battle Bus, wo wir ganz auf der rechten Seite Travis Scott sehen. Astronomical nennt sich dieses ganze Event und ist auch eine Kooperation mit seiner Schuhmarke Cactus Jack, ne? Die Sneaker für knapp 4000 Euro oder was auch immer der da rausgebracht hat, der Kollege. Na, das ist auf jeden Fall rausgekommen, beziehungsweise geleakt worden. Hier haben wir noch einen kleinen Trailer, ich würde sagen, wir schauen uns den an, ne? Und das ist halt die Sache. Das darf man erstmal mal ab dem 23. posten. Deswegen weiß ich nicht, ob ich das so reinbringen darf. Schau ich nochmal. Ich rate erstmal, die ganzen Infos runter zu dem Live-Event, wann ihr dabei sein solltet und. Ne? Wie gesagt, begebt euch zwischen dem 24. und 26. April mit Travis Scott auf eine einmalige musikalische Reise und erlebt die Weltpremiere seines brandneuen Songs. Sprich, er hat einen neuen Song, der nur in Fortnite das erste Mal abgespielt wird, ne? Astronomical ist eine Erfahrung aus einer anderen Welt, die durch die Kreation von Cactus Jet inspiriert und komplett in Fortnite erstellt wurde. Also wirklich exklusives Ding, das nur in Fortnite stattfindet, ne? Damit alle die Chance haben, Astronomical dabei sein zu können, gibt es verschiedene Tourdaten. Es gibt verschiedene Daten, die stehen alle hier. Der erstmögliche Zeitpunkt ist der Freitag, 24.2020 um 1 Uhr nachts. Ne, der Livestream startet natürlich schon vorher, Leute. Wir werden um 15 Uhr. Vielleicht 14 Uhr. Weiß ich noch nicht, vielleicht sogar ein bisschen früher fangen. Dann machen wir einen schönen nächtlichen Stream bis zu dem ersten Konzert und hören uns das ganze Ding an. Haben Spaß miteinander. Feiern ein bisschen. Holt euch Snacks, holt euch zu trinken. Ne, vielleicht auch ein bisschen. Naja, okay, es sind ja auch viele Kinder bei. Ne, und dann werden wir uns ein wunderschönes Konzert um 1 Uhr nachts anhören. Und haben Spaß dabei. Wenn ihr um 1 Uhr nachts keinen Bock habt aufzustehen, könnt ihr natürlich auch am Freitag natürlich um 16 Uhr dabei sein. Das ist der zweite Termin. Oder wenn ihr am Freitag komplett besetzt seid, weil ihr gerade vielleicht irgendwie Spaghetti kocht, könnt ihr auch natürlich gerne am Samstag um 6 Uhr oder 17 Uhr oder nochmal am Sonntag um Punkt 0 Uhr das erste Konzert haben. Wie gesagt, 30 Minuten vorher ist der Einlass, sollte man schon früher reinkommen natürlich, um nicht irgendwie voll in den Server zu landen, ne? So, bevor Astronomical landet, wird es nochmal natürlich weitere hier Ergänzungen zu der Ikonenreihe geben. Und zwar weitere Outfits, Emotes, die schon am 21. April starten. Das heißt, jetzt schon im nächtlichen Shop, der bei dem Shopwechsel, wird sich das aktualisieren anscheinend und anscheinend die ersten Items reinbringen. Und wenn ihr euch irgendwas aus dem Shop holt, jetzt mit Travis Scott, was in nächster Zeit rauskommt, ne, oder hier irgendwelche Skins reinkommen, würde es mich natürlich mega freuen, wenn ihr einen Creator-Code einträgt, Leute. Oder es ist auch egal, ob es meiner ist, von eurem Lieblings-Creator, von eurem Hund. Wenn euer Hund ein Creator-Code ist, denkt dran, gerade in den Shop reinzugucken, bevor die Items rauskommen. Dann habt ihr erstmal für 14 Tage ein bisschen Ruhe. Ja, dann braucht ihr da nicht mehr dran zu denken. Denkt doch einfach dran, mal da einfach mal kurz reinzugucken. Oder wenn ihr vielleicht komplett neu seid und das immer noch nicht gemacht habt, für die Leute auf YouTube. Hier, ja, unter anderem hier mit den zwei Ladebildschirmen und den Gleiter, den ihr kostenlos erhält, Leute. Der Gleiter, das ist diese, ne, dieser Rollercoaster. Die zwei Ladebildschirme gibt es gratis auf euren Nacken obendrauf. Andi, danke schön für den Host mit 400 Zuschauer. Kuss geht raus. Ne, ab den 31. April könnt ihr außerdem... Das ist doch der deutsche Text, der da oben stand, oder? Ah, wird es noch weitere Challenges geben, womit ihr euch noch diese Geschichten freischalten könnt. Das heißt, die gibt es auch nochmal kostenlos obendrauf. Den Emote, das Spray und ein Bannerbild werdet ihr nochmal kostenlos erhalten können, wenn ihr die Challenges erledigt. Das heißt, wir haben kostenlosen hier Gleiter, wir haben kostenlose Emotes. Ne, das ist alles dabei.
Und hier gibt es nochmal bei den ganzen Text, was ihr nochmal beachten solltet, ne? Das Update 12.41 wird ab dem 21. April verfügbar sein. Ja, moin! Dankeschön, Leute. Ihr könnt euch genau schon jetzt aufschreiben, das Update, das neue, wird morgen rauskommen. Könnt ihr natürlich genauso dabei sein. Und das müssen wir natürlich auch runterladen für die ganzen Gratis-Geschichten, die dann morgen da am Start sind. Finde ich nice. Sugarto und Joel, dankeschön für die 100 Bits. Kuss geht raus. Musi Lago, auch für den Kuss für den Twitch Prime. Junge, 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 haben wir viele Infos, ne? Haben wir viele Infos. Und für alle YouTuber und Content-Creator, ihr könnt natürlich alle Inhalte, sag ich mal, hochladen. Es wird keine Probleme geben mit den Lizenzen und so weiter. Ab dem 23. Ab dem 23. könnt ihr das Ganze hochladen. Checkt auf jeden Fall mein Twitter und Instagram aus für den Trailer, ne? Weil sonst wird mein, hier mal das Video demonetarisiert. Oder ich könnte sogar einen Strike kriegen. Will ich nicht riskieren. Das ist so, so sieht der Trailer erstmal aus, ohne Musik. Ne? Travis Scott's Astronomical, Fortnite plus Cactus Jack. Das werde ich nochmal auf Twitter posten, damit ihr das Ganze auch mit Musik anhören könnt. Die haben tatsächlich das Meme umgewandelt und daraus ein Emote gemacht. Finde ich super. Aber, habe ich es euch gesagt, dass das Event nicht am 23. ist? Gut, ist nicht der Samstag geworden, auch wenn es am Samstag stattfindet, aber es ist der Freitag. Es ist der Freitag, Leute. Ich bin mega gespannt drauf. Es wird mega nice.